Hallo ihr Lieben, Wahlkämpfe verhindern gute Politik. Das scheint mir, da gerade mal wieder Bundestagswahlkampf ist, schwer von der Hand zu weisen zu sein. Inwiefern das so ist, das überlasse ich eurem Urteil, ob ihr das überhaupt auch findet, dass Wahlkämpfe gute Politik verhindern. Mir erscheint das so offensichtlich, dass ich darüber gar nichts sagen möchte. Wichtiger ist mir in diesem Video der Mechanismus dahinter, also dass man sich klar macht, warum ist das denn eigentlich so, also auf welche Weise verhindern denn eigentlich Wahlkämpfe gute Politik? Und die Kurzversion ist wenig schmeichelhaft, es ist aber kein Vorwurf, also wenig schmeichelhaft für uns selber. Und zwar ist das Problem, dass sich Politik in der Form von Wahlkämpfen, Parteiwahlkämpfen, abhängig macht von unserer uninformierten Meinung, und zwar nicht als Bürger, sondern als Privatmenschen. Das große Problem ist, und das ist wie gesagt kein Vorwurf, sondern es ist eine Gegebenheit unserer heutigen modernen, komplexen Welt, dass wir in so gut wie keiner politischen Frage tatsächlich wirklich Ahnung haben können aus unserem privaten Alltag heraus. Das liegt daran, dass die Folgen und die Nebenfolgen der meisten politischen Entscheidungen für uns als Einzelmenschen unüberschaubar sind. Das heißt, das ist nicht prinzipiell so, dass wir das nicht überblicken können oder dass wir das nicht einigermaßen erfassen können, nur brauchen wir dafür Zeit. Wir brauchen dafür Zeit und manchmal sogar Ressourcen, um uns schlau zu machen. Und diese Zeit und diese Ressourcen haben die allermeisten Menschen nicht. Sie sind gebunden in privaten Prozessen, die also ihre ganze Aufmerksamkeit fordern, weswegen wir sozusagen tatsächlich in der Politik Ahnungslose sind. Und die Politik macht sich eben in der Form von Wahlen abhängig von der Meinung von Ahnungslosen und buhlt also bei Ahnungslosen darum, ihre Stimme zu bekommen. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist auch ein Riesenproblem für sozusagen das Renommee der Demokratie, vielleicht sogar für die Legitimation von Demokratie, weil der Zweifel, der dadurch an der Demokratie in die Welt kommt, ist viel größer, als er im Moment sichtbar ist. Und es liegt unter anderem daran, dass dieser Zweifel eben schon 2400 Jahre alt ist und bei Platon erstmals geäußert wurde in einer kulturprägenden Form. Also ich gehe davon aus, dass diese Zweifel an der Demokratie eben tief geankert sind, in der tiefen Struktur eben unserer Kultur, dass sie also in tausend Kleinigkeiten weiter tradiert werden und sich also längst geankert haben in der Art, wie wir denken, in der Art, wie wir reden, auch in der Form unserer Institutionen. Wir sind also getragen von einer gewissen Demokratieskepsis, die beständig genährt wird, dadurch, dass sich Politik abhängig macht von der Meinung von uns selbst als Uninformierten in der Form von Wahlen. Und das ist ein riesen Problem und wird nicht besser werden, wenn wir nicht etwas sozusagen an der Verfassung ändern, an unserem System ändern. Wir können praktisch nicht so weitermachen, gerade in Zeiten, in denen Politik aktiver werden muss, weil der Staat mehr gefordert ist, weil er eben eine aktivere Rolle spielen muss, wächst der Zweifel ins Unendliche an der Demokratie. Ganz einfach deswegen, weil das eben übersehbar wird. Man kann es nicht mehr wegdrücken, dass es dort ein Systemproblem gibt tatsächlich. Und das erschwerend kommt hinzu, dass man sagen muss, für unsere Demokratie, wie sie heute ist, gilt, vor dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. Also wir sind eine Gesellschaft, die im Grunde beständig im Wahlkampf ist und deswegen beständig schlechte Politik macht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass das nicht Schuld der Politiker ist in der Form, dass Politiker daran etwas ändern könnten im bestehenden System. Politiker sind sozusagen, so komisch das klingt, Opfer des Systems selbst. Und es gibt natürlich Gründe, warum wir es bisher nicht geändert haben. Wir haben große Sorge. Der entscheidende Dreh ist, dass es eben auch uns in informierter Form auch geben kann. Also momentan machen wir Politik abhängig vom uninformierten Bürger. Aber es gibt auch den informierten Bürger und der ist herstellbar tatsächlich. Also das heißt, wir können uns selbst transformieren von Privatpersonen eben in Bürger im Vollsinne des Wortes, das heißt in aktive politische Wesen, die aktiv an Beratungen teilnehmen. Und indem wir aktiv an Beratungen teilnehmen, werden wir tatsächlich überhaupt erst Bürger, werden wir überhaupt erst schlau, politisch klug. In dem Sinne, dass wir eben jetzt mehr überblicken, was denn die Folgen und Nebenfolgen bestimmter Maßnahmen sind, was denn die Folgen und Nebenfolgen bestimmter Gesetzesänderungen sind. Und das ist also herstellbar und die Form, ich kann es nur immer wieder sagen, ist das Gleiche, das sind geloste Bürgerräte. Auf gelosten Bürgerräte werden wir sozusagen alle transformiert von einer Privatperson in eine politische Person, von einem Privatmenschen in einen Bürger. Und in dieser Transformation, die durch die Beratung selbst sich vollzieht, ist es eben so, dass wir mit uns selbst tatsächlich nicht mehr identisch sind. Die allermeisten Menschen ändern innerhalb dieser Beratung zumindest um Nuancen ihre Meinung, weil sie eben auch vor allem von ihren Mitbürgern hören, was verschiedene Entscheidungen für Folgen für sie haben. Also es ist sozusagen ein Informationsprozess, der auf
horizontaler Ebene abläuft und nicht top-down, also der nicht eine verkappte Erziehungsform ist oder eine Pädagogikform, sondern es ist so, man erhält einfach mehr Informationen, Informationen, die man in dieser Form in seinem privaten Alltag gar nicht erhalten kann, nämlich das unmittelbare Gespräch mit den sehr verschiedenen Mitbürgern der Gesellschaft. Und in diesem unmittelbaren Gespräch der sehr verschiedenen Mitbürger der Gesellschaft passiert etwas. Man denkt anders über bestimmte Dinge, wenn man diese Beratungsform hatte, wenn man diesen Austausch hatte, den wir eben als Privatmenschen gar nicht haben können. Und deswegen ist es sehr, sehr viel klüger in einer Demokratie, die Politik abhängig zu machen von der Meinung geloster Bürgerräte als von der Meinung der Öffentlichkeit oder der Meinung Einzelner oder der Meinung von Wählern. Als Wähler sind wir tatsächlich erstaunlich dumm, wie uns auch schon aufgefallen sein könnte. Oder es gibt gar keine richtig guten Optionen. In der Form geloster Bürgerräte ist es aber so, dass die meisten Bürgerräte, die wir bisher durchgeführt haben, so sind, dass die doch zu einem meistens relativ überwältigenden Konsens kommt, weil eben auch sehr viel von den Gegenmeinungen bereits eingeflossen und verarbeitet worden ist. Also so zumindest, wenn man sie gut aufsetzt, diese gelosten Bürgerräte, ist es so, dass sie ein offener Prozess sind. Dass sie nicht also abstimmen wie bei Volksabstimmungen, ja, nein, es gibt zwei festgelegte Optionen, sondern man lässt die Bürger selber überhaupt erst Optionen arbeiten. Aus diesem sich wechselseitigen Informieren heraus. Das heißt, man gibt eine offene Frage in einen Bürgerrat, die Bürger tauschen sich über mögliche Handlungsoptionen aus, das heißt, sie listen erstmal Optionen auf, was könnte man dann überhaupt tun. Man eruiert gemeinsam den Möglichkeitsraum, man lotet das aus, was könnte man dann tun, und dann wird in einem verständigen Prozess darüber nach und nach eng geführt und abgestimmt am Ende innerhalb des gelosten Bürgerrats. Und auf diese Weise kriegt man also sozusagen eine relativ stabile und handlungsfähige Meinung der verschiedenen Bürger unserer Gesellschaft, die aber mit ihrem eben auch Bedenken und ihren Zweifeln und ihren Nöten, die sie mit bestimmten Entscheidungen haben, eben berücksichtigt werden, sodass die eingeflossen sind in die Entscheidung. Das heißt, die Einzelnen werden auch in den gelosten Bürgerräten nicht überwältigt oder einfach übergangen, sondern sie werden gehört und ihr Wort hat Gewicht, weil sie eben unmittelbar da sind. Das macht durchaus einen gewaltigen Unterschied, ob jemand unmittelbar im Raum ist oder nur irgendwo ein ferner Mensch, mit dem ich keinerlei Beziehung habe, weil das eben auch den Leuten, die vielleicht in der momentanen Mehrheitsmeinung sind, durchaus zu denken gibt. Das hat also Impact. Man beeinflusst sich sehr viel stärker in dieser Unmittelbarkeit, die durch Bürgerräte hergestellt wird. Und insofern muss man sagen, wir haben einfach eine Form von Politik gewählt bisher, die uns tatsächlich nicht sonderlich politikfähig macht, die uns auch den Staat nicht sonderlich handlungsfähig macht. Das haben wir vermutlich deswegen gemacht, weil wir tatsächlich Angst hatten für sowas wie Tyrannei oder vor vielleicht einer zu dominanten Rolle des Staates. In der heutigen Zeit, in der aber dringend staatliches Handeln erforderlich geworden ist, ist dieses System, mit dem wir arbeiten, wirklich ein Highway to Hell. Es ist ein unglaublich dummes System, wenn du staatliche Handlungsfähigkeit haben willst. Die werden wir innerhalb dieses Systems einfach nicht bekommen, aus systemischen Gründen. Und das bedeutet, das, was wir jetzt brauchen, damit wir uns nicht sozusagen zerkriegen und zerkrachen untereinander, ist eine Verfassungsreform, eine demokratisierende Verfassungsreform, die uns alle in die politische Verantwortung nimmt, indem sie geloste Bürgerräte fest eben im Institutionengefüge, im Politikgeschehen verankert und möglichst in zentraler Rolle, möglichst in entscheidender Rolle, nicht randständig, nicht als kleines Schleifchen, nicht als Sonderlocke, nicht als Anhängsel, sondern als Rückgrat der Demokratie. Die Politik muss sich abhängig machen von uns in unserer informierten Form und sie muss aufhören, sich abhängig zu machen, von uns in unserer uninformierten Form. Das heißt, in der Form von Meinungsbefragungen und eben Wahlen. Ich bin weiterhin dafür, dass wir Politiker wählen. Das von mir bevorzugte Modell in Kürze, es ist an anderen Stellen weiter ausgearbeitet, aber in Kürze sieht so aus, dass tatsächlich auch geloste Bürgerräte gewählte Exekutivpolitiker reviewen regelmäßig, also wie ein Aufsichtsrat das tun würde. Also sozusagen geloste Aufsichtsräte über einzelne Exekutivämter wären das. Das heißt, Bürgermeister, verschiedene Minister auf verschiedenen Ebenen haben entweder vierteljährlich oder halbjährlich einen gelosten Bürgerrat, der einberufen wird, der sich ihre vergangene Arbeit in den letzten 3 Monaten oder 6 Monaten anschaut und dann einfach Daumen hoch oder Daumen runter sagt, ob derjenige weitermachen kann, ob eben dessen Amtsführung im Sinne des Gemeinwohls ist, nach dem Urteil dieses gelosten Bürgerrats. Und wenn der Bürgerrat den Daumen hebt, kann der gewählte Exekutivpolitiker weitermachen in seinem Amt, ansonsten wird er sofort entlassen und es gibt Neuwahlen, und zwar Personenneuwahlen, nicht Parteineuwahlen, Personen um die Besetzung dieses Amts. Parteien können aber jeweils ihre Kandidaten aufstellen. Das heißt, auch Parteien kann es weiterhin geben. Parteien stellen eben Kandidaten auf. Ich gehe davon aus, dass in solchen Personenwahlen, die eben deswegen entstehen, weil ein geloster Bürgerrat einen einzelnen Exekutivpolitiker entlassen hat, dass diese Personenwahlen dann auch mehr sachorientiert
lösungsorientiert ablaufen. Also dass tatsächlich auch ein Stück weit mehr die Sachexpertise des jeweiligen Menschen, ist er denn überhaupt geeignet für dieses Amt, eine größere Rolle spielt als im Parteienkalkül, das jetzt momentan regiert. Und das ist ein Modell, das mir einfach vernünftiger erscheint in der heutigen Zeit als das Modell, mit dem wir momentan unterwegs sind. Man muss ja immer sagen, auch politische Modelle, auch politische Systeme konkurrieren untereinander um unsere Zustimmung. Institutionen konkurrieren generell darum, welche Institution aus unserer Sicht besser funktioniert. Das haben wir jetzt schon in der Form von Firmen. Auch Firmen sind Institutionen, sie konkurrieren miteinander. Das gibt es auch auf Politikebene. Es gibt verschiedene mögliche Verfahren, wie man gemeinsam einen Staat bilden kann, wie man gemeinsam einen Staat machen kann. Und natürlich gibt es bessere und schlechtere. Und zum einen, dass das momentane Modell, mit dem wir unterwegs sind, das Bestmögliche ist, ist eine sehr naive Ansicht, die aus meiner Sicht aus politischer Fantasielosigkeit geboren ist und großteils auch einfach aus Angst aus den vergangenen Geschehnissen der Geschichte. Das heißt, wir haben in der Geschichte einfach politisch traumatische Erfahrungen gemacht mit dem, was wir unternommen haben, was uns aber insoweit jetzt auf die Füße fällt, als wir sozusagen in einer Zeit, in der wir dringend reformieren müssten, einfach deswegen nicht reformieren, weil wir Angst vor Reformen an sich haben. Das heißt, nach der Devise, bis hierher ging es gut, alles ist besser als irgendwie, alles ist schlechter als das, was sie haben, ist so, dass das, was das Trauma sagt, das politische Trauma, steht uns aber im Weg, weil natürlich muss sich Politik weiterentwickeln. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 70 Jahren gewaltig weiterentwickelt, ja, also in jeder Hinsicht. Und mit dem gleichen Politikmodell unterwegs zu sein, obwohl die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, ist einfach Highway to Hell. Wir machen uns da was vor, dass Politik und unsere Verfassung gleich bleiben könnten, auch wenn Gesellschaft sich so verändert hat. Ja, also wenn die Gesamtkonstellation eine ganz, ganz andere ist, als sie das mal in den 1945er, 1950er Jahren war. Ja, also da, wo unsere Verfassung designt wurde. Und das ist einfach nicht mehr State of the Art. Wir können so nicht weitermachen. Und Politik ist sozusagen strukturell dumm, aber sie ist eben nicht dumm, weil einzelne Menschen hier dumm sind. Weder wir Bürger sind dumm, noch die Politiker sind dumm. Wir sind alle so klug, wie wir eben sind. Nur das System führt uns auf ganz, ganz dumme Weise zusammen. Und sie gibt uns also, kurz gesagt, nicht die Zeit, nicht den Raum, nicht die Ruhe, nicht die Ressourcen, um uns selber schlau zu machen, bevor wir Einfluss auf Politik machen. Geloste Bürgerräte tun aber genau das. Sie geben uns Zeit, sie geben uns Raum für Austausch, sie geben uns Ressourcen, sie geben uns verschiedene Meinungsexperten an der Hand, die wir anhören und wo wir uns dann selber ein Urteil bilden, aus einer Machtposition heraus, eben aus der Position des Bürgers. Und das ist das, was geloste Bürgerräte tun, und das heißt, es koppelt Politik an den informierten Bürger an und nicht an uns selbst in der Form, in der wir nur uninformiert sein können, weil die Fragen längst zu komplex geworden sind. Auch das mag in den 1950er Jahren noch anders gewesen sein, dass das etwas überschaubarer war. Heute ist es das nicht mehr. Und man kann einfach von uns als Privatpersonen nicht erwarten, dass wir Ahnung haben. Dafür müssten wir uns Vollzeit mit Politik beschäftigen und dann wären wir selber Berufspolitiker. Und das ist also ein absurdes System in einer Zeit, in der politische Entscheidung halt Raum für Beratung braucht, Raum für Austausch braucht, Raum für Information braucht, den wir alle im privaten Alltag nicht haben, nahezu alle. Und der Rest geht eben in die Berufspolitik und macht sich dann abhängig von den anderen, die eben diese Zeit nicht haben. Das ist ein ganz, ganz dummes Modell, das wir momentan fahren in der Politik. Und es hat eben zentral damit zu tun, dass wir es über Wahlen spielen und eben nicht über das demokratische Losverfahren, wie wir es in gelosten Bürgerräten tun. Da wäre die Schaltstelle, wo man was drehen könnte. Da wäre die Schaltstelle, wo wir es machen können, um eine bessere Politik zu bekommen. Alles innerhalb des Systems hat keinerlei Chancen auf Verbesserung. Ja, also innerhalb des bestehenden Systems ist Änderung nicht möglich. Wir operieren bereits am Optimum. Das, was wir haben momentan, ist das Beste, was dieses System leisten kann. Alle gemeinsam, ich würde sagen, der ganze Staat, die ganze Gemeinschaft gibt sich große, große Mühe, dieses Modell gut zu bespielen. Aber wir scheitern am Modell. Wir scheitern an unserer Verfassung. Wir geben uns große Mühe, Verfassungspatrioten zu sein, Fans des Grundgesetzes und tun unser Bestes. Aber das Ergebnis ist das, was wir haben. Und das Ergebnis ist nicht gut. Ja. Und das heißt, es ist nicht unsere Schuld. Wir geben bereits unser Bestes. Wenn wir es besser haben wollen, werden wir am System schrauben müssen und das System weiterentwickeln müssen, wie es Menschen, seitdem sie sich politisiert haben, seitdem sie politisch denken, immer getan haben. Alle Verfassungen der Welt sind menschengemacht, also können sie auch von Menschen abgeändert werden, wenn sie nicht mehr passen. Ja, wie ein Anzug, der nicht mehr sitzt, weil die darin steckende Person längst darüber hinaus gewachsen ist. Ja, und das ist in unserem Fall drastisch der Fall. Der Anzug platzt aus allen Nähten. Das Kleid drückt und zieht, und zwar in einer Form, die schon wehtut, ja, und die nicht mehr so ist, zieh mal den Bauch ein und dann passt das ja. Na, da sind wir längst nicht mehr.
Und das ist wichtig, dass wir das realisieren, dass das Einzige, was uns heute noch helfen kann, tatsächlich demokratisierende Verfassungsreformen ist. Alles andere wird uns in der Politik nichts bringen. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt, es macht keinen Unterschied mehr. Ja, es ist so ein bisschen die Art des Unglücks, also die sogenannte tragische Wahl. Ja. Du kannst das wählen, das wählen, das wählen. Die Art der Katastrophe wird unterschiedlich ausfallen, aber dass du die Katastrophe kriegst, kannst du nicht wählen, weil das nicht auf der Karte steht. Ja. Wir könnten das wählen in der Form von Verfassungsreform, und da ist eben auch die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir einen Verfassungsdiskurs bekommen, und zwar einen freundlichen, über den wir uns nicht zerschießen und zerkrachen. Da kann man auch nur sagen, auch das ist wahrscheinlich in einem gelosten Bürgerrat am besten aufgehoben. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man es in Irland genauso gemacht. Man hat also versucht, diese Frage, diese größte aller Fragen, wie soll die Verfassung aussehen, einem gelosten Bürgerrat zu geben, und es ging gut. In Island hat man das auch probiert, und am Ende dann hat man es ganz, ganz kurz vor Schluss noch torpediert. Es war aber ein sehr guter Prozess, die Isländer waren auf einem sehr guten Weg, und ich bin mir sicher, dass es nicht ihr letzter Versuch gewesen sein wird, das zu machen. Also sozusagen, geloste Bürger es machen zu lassen, eine geloste Zufallsauswahl von Bürgern, denen die Verfassungsfrage zu überhändigen, ist eine sehr, sehr kluge Idee, weil alle anderen Ideen tatsächlich wirklich schlechter sind. Ja, über alle anderen, in allen anderen Formen zerkrachen wir uns. Das Gute an gelosten Bürgerräten ist, dass wir dort einen freundlichen, respektvollen, verständigen Prozess bekommen, weil wir eben unterschiedliche Leute bekommen, viele auch politisch unambitionierte Leute bekommen, und nicht nur die Ehrgeizigen, nicht nur die Ideologen, also nicht nur Leute wie mich sind dort, sondern ganz normale Leute, die also sich eher fragen, was will ich denn hier, was kann ich das überhaupt, die also Selbstzweifel haben. Also solche Leute sind überwiegend da auf gelosten Bürgerräten, und solche Leute sind in der Lage, gemeinsam einen guten Prozess zu haben, auch wenn vereinzelt sehr ehrgeizige oder politisch-ideologische Menschen anwesend sind. Die marginalisieren sich in solchen Konstellationen selber. Also Extremisten und Radikale haben auf gelosten Bürgerräten keine Chance. Ja, also sozusagen, die werden selber gezähmt, werden selber besonnen und werden selber transformiert, so wie alle transformiert werden auf eine andere Weise. Aber was nicht passiert, ist, dass sich Extreme durchsetzen können auf gelosten Bürgerräten. Beobachtbar nicht. Auf keinem gelosten Bürgerrat, von dem ich weiß, war das jemals der Fall, dass sich Extremmeinungen durchgesetzt haben. Sondern im Grunde sind alle gemeinsam klüger geworden, als sie dann halt als Privatpersonen sind. Weil das ist erwartbar. Keiner hat die Zeit. Auf gelosten Bürgerräten schenken wir uns selber die Zeit und die Ressourcen, um uns politisch schlau zu machen. Und Politiker von diesen schlauen, kollektiv schlauen Einheiten abhängig zu machen, ist sehr viel klüger, als sie von der uninformierten Zwischentür- und Angelmeinung von uns abhängig zu machen, wie es bei Meinungsbefragungen der Fall ist. Ja. Ja, wo dir irgendjemand ein Mikro entgegenstreckt oder dich jemand anruft und fragt, was halten Sie von das und das? Und du hast überhaupt keine Ahnung vom Thema, gibst aber jetzt deinen Senf dazu. Ja, ich mache das nicht mehr, ich nehme an sowas nicht mehr teil, weil ich nicht sozusagen das Politikniveau dumpen will. Ich will nicht mit meiner uninformierten Meinung als Privatmensch Politik kaputt machen. Und deswegen nehme ich nicht mehr an Volksabstimmungen teil, nicht mehr an Meinungsbefragungen teil, nicht mehr an Wahlen teil, weil ich werde hier gefragt als Privatperson. Als Privatperson möchte ich nichts zu sagen haben. Ich möchte was zu sagen haben als Bürger. Und als Bürger bin ich nur auf gelosten Bürgerräten, weil ich nur dort den Kontakt und den Austausch zu den Verschiedenen in der Bevölkerung habe. Also es betrifft mich selber ganz genauso natürlich wie alle anderen aus meiner Sicht. Ja. Also als Privatmensch möchte ich nichts zu sagen haben, als Bürger möchte ich mitreden, weil als Bürger wird sichergestellt, dass ich gleichrangiger bin, dass ich nicht wichtiger bin als andere, aber auch nicht unwichtiger bin als andere. Und wie macht das die Demokratie? Über das demokratische Losverfahren. Über das demokratische Losen stellen wir diese Gleichrangigkeit her, dass keiner mehr Bürger ist als ein anderer oder keiner weniger Bürger ist als ein anderer. Und in dieser Form können wir gemeinsam schlau werden, in der Form, die wir derzeit nutzen, eben nicht. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass die Demokratie gelost werden muss.